Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Let's Map Video. Ich zeige euch mal wieder, wie ich mit meiner Map Waldsee weitergekommen bin. Das ist jetzt der vierte Tag, so langsam muss ich zu Potte kommen. Und bin ich auch einigermaßen, denn inzwischen ist die Map spielbar. Sie ist weit entfernt von fertig, aber man kann auf ihr spielen. Ich habe hier jetzt mal einen Trecker mit dem Hänger vorbereitet, denn eine Sache, die fest hier auf der Karte installiert wird, ist der Frittenfritz. Der soll dann eine Verkaufsstation für alle Arten von Gütern sein. Das muss ich noch ändern, aber jetzt kann man wenigstens schon mal Getreide und sowas verkaufen. Also man kann aktuell dort noch keine Baumwolle verkaufen. Aber das werde ich noch machen, dass man dort alles verkaufen kann. Die Idee dahinter, also für die Kartengeschichte sozusagen. Na, hier haben wir schon 13.000 Einnahmen gehabt. Das ist doch toll. Die Idee ist, dass das praktisch ja so die Versorgungsdrehscheibe für die ganzen Forstarbeiter hier ist. Da kriegt man dann seine Pommes und ja alles mögliche gebraten und man kann da die nötigen Sachen einkaufen und kann eben auch alles verkaufen. Der Laden selber wird wohl nicht alles brauchen, zum Beispiel keine Baumwolle, aber die leiten das dann weiter. Die sind praktisch die Annahmestelle für alles, was man so an landwirtschaftlichen Produkten zu liefern hat. Natürlich außer Holz. Holz ist extra. Ja, diesen Frittenfritz hier, Imbissbude offiziell genannt, gibt es auch im Modhub zum Runterladen, auch für Konsolen, als normalen Mod. Und ich dachte mir, der passt hier sehr gut rein. Und hier habe ich jetzt auch schon eine etwas einsam stehende Tankstelle. So, da kuppeln wir mal ab und leeren hier mal den Tank aus. So, und jetzt können wir hier mit R tanken. Weil das ist wichtig, das braucht man auf der Karte, sonst kriegt man ja seine Trecker nicht mehr oder Fahrzeuge generell nicht aufgetankt. Eine Werkstatt soll irgendwann auch hinkommen, aber das ist ein bisschen später. Reparieren kann man ja auch im Menü. Und hier in diesem Eck, wo wir jetzt hinfahren, da möchte ich gerne ein Blockhaus bauen, der sozusagen der Shop ist, aber das wird nicht so ein moderner Fahrzeughändler, sondern einfach irgendein Blockhaus, wo dann der Händler sitzt, der dann ja, unsere Bestellung entgegennimmt und dann wird das halt hier ausgeliefert. Aber das ist kein großer Landmaschinenhändler, sondern die hiesige Zentralstelle für alles Mögliche. So, wir packen uns jetzt hier nochmal Hackschnitzel rein. So. Woodchips, genau. Und jetzt fahren wir nämlich zum ein Sägewerk, dachte ich mir, passt hier nicht rein. Ist irgendwie zu klein. Dazu ist dieses Tal auch zu abgelegen. Das hat kein eigenes Sägewerk, sondern es hat eine Holzverkaufsstelle. Und da fahren wir jetzt gleich hin. Ich werde auch mal sehen, ob ich die Dimensionen von diesem Platz so lasse, weil mit dem kleinen Frittenfritz sieht das doch schon sehr klein aus. Vielleicht stelle ich noch eine Scheune dazu. Ja, und irgendwie ein Tierhändler muss ja auch noch hin. Ich denke mal, den Platz kriegen wir schon gut gefüllt. Und man braucht ja auch Platz für die vielen tollen Fahrzeuge, die man hier kauft. So. Den Holzverkaufsplatz habe ich da drüben hingemacht, weil er dort besser hinpasst. Und das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Also auf der anderen Seite war hier so weit am Ende des Flusses auch gar kein Platz. Und ich steig mal aus. Die Idee ist, dass
in der Theorie das Holz hier runterrollt und dann verschifft wird, da entlang des Flusses. Darum habe ich den Fluss hier auch breiter gemacht. Und hier brauchte man ja zum Rangieren und so noch Platz. Das war mit den Feldern zusammen da hinten zu wenig. Darum habe ich hier den Holzverkauf hingemacht. Aber wir müssen die Stämme nicht darunter rollen. Das ist also nur die Theorie, die Geschichte. Sondern hier rein. Wir verkaufen die hier ganz normal an dem Trigger. Das Ganze mache ich dann auch noch schöner hier. Ich wollte nur, dass es schon mal funktioniert. Da habe ich den ganzen Nachmittag dran gesessen, dass die Verkaufsstationen funktionieren. So, jetzt sage ich hier R. Und dann verkaufen wir unsere paar Holzstämme. Und wir verkaufen jetzt hier auch noch unsere Hackschnitzel. So. Die kann man dort verkaufen. So. Das sieht jetzt hier auch alles sehr geräumig aus. Aber ich denke, wenn man mal mit den großen Holzgeräten hierher kommt, dann ist man schon froh, dass es ein bisschen geräumig ist. Und wegen der großen Holzgeräte habe ich auch hier nicht das zum Wenden vorgesehen. Denn wenn man da mit mehreren Anhängern oder so hintereinander, dürfte das Wenden hier schwierig sein. Und dann habe ich hier noch so eine Schleife gebaut, auf der man zurückfahren kann. So. Da ist hier auch schon mal ein Laubbaum. An einigen Stellen will ich Laubbäume hinstellen, die dann sozusagen als Dekobäume gedacht sind. Man kann die zwar fällen, aber wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, das ist äußerst mühsam, da die ganzen Äste abzusägen und so. So. Also, obwohl die Karte noch sehr, sehr weit weg von fertig ist, finde ich das schon mal super, dass man jetzt schon auf der arbeiten kann. Also, ich kann jetzt bestimmt besser schlafen als vorher, weil ich weiß, okay, ich kann am Montag, wenn nichts ganz Übles dazwischen kommt, eine Karte hochladen, auf der man spielen kann. So, wir fahren jetzt noch an eine andere Stelle, wo wir tätig waren. Ich hoffe, wir kommen da durch. Und zwar haben wir im Livestream heute Abend noch am Wasserfall gearbeitet. Und ja, leider dauert das alles furchtbar lange. Also dieses so eine Ecke schön machen dauert furchtbar lange. Hier habe ich jetzt noch so einen kleinen Weg gemacht. Ich bin mal gespannt, wie weit man den fahren kann. Den muss ich auch noch einebnen. Und das wird jetzt eher ein schmaler Weg. Manche von euch haben sich schmale Wege gewünscht. Das wird einer, aber der bleibt nicht so schräg. Und hier werden jetzt auch noch Bäume im Weg stehen. Die kommen dann auch noch weg. Aber der ist so eine Mischung aus Spazierweg und schwierig zu befahrendem Treckerweg. So, hier steht so ein Baum mitten im Weg. Ab hier geht jetzt die bearbeitete Zone los. Und zwar, den Stream musste ich leider sehr plötzlich beenden, denn plötzlich rief mein Sohn an. Und von dem habe ich schon seit Wochen nichts mehr gehört.
Und dann dachte ich mir, da muss ich rangehen. Und dann haben wir uns ganz schnell verabschiedet im Stream und werden wahrscheinlich heute, also Samstag, den nächsten Stream machen, wo es dann weitergeht. Ja, hier habe ich so ein bisschen so die Felsen bearbeitet und noch mehr Wasserpflanzen gepflanzt. Das habe ich dann beim und nach dem Telefonat gemacht. Und ihr seht ja, wie das da hinten weitergeht. Das muss alles noch irgendwie ausdekoriert und gestaltet werden. Das wird noch lange dauern. Aber das werde ich nicht alles bis Montag schaffen. Ganz und gar nicht. Oh, ob man hier vorbeikommt. Das war glatt Bäume fällen. Na, geht gerade so. Gerade eben so. Wie gut, dass diese Trecker so wendig sind. Gut. Hier, das hatten wir letztes Mal schon gemacht. Dann fahren wir jetzt mal hoch. Und dann sehen wir wohl, was wir an dem Becken vom... Nee, das haben wir heute gemacht. Ja, das war das, was wir heute gemacht haben. Hier, diesen Talkessel von dem Wasserfall und Fluss haben wir ausgearbeitet. Genau. Mit, also, so die Felsen so ein bisschen rausmodelliert und dann Büsche hin und ein paar Blümchen und ich sehe hier schon die eine Kiefer hängt in der Luft, da muss ich dann nochmal ran. Also ein paar Bäume auch hin. Und dann habe ich später hier noch weitergemacht. Und zwar dachte ich, hier in Flussnähe könnten ja vielleicht vermehrt Kiefern wachsen. Da habe ich so einen lockeren Kiefernbewuchs gemacht. Und dann habe ich hier die Felsen ausgearbeitet. Da weiß ich noch nicht, wie gut mir diese Ausarbeitung gefällt. Also da sind vielleicht ein bisschen zu viele Erdstellen drin. Ja, da muss ich vielleicht später nochmal ran. Aber ich habe hier einen Weg gemacht, der sehr steil und unwegsam ist und auch nirgendwo Vernünftiges hinführt. Hier überall so Felsen. Dahinter sind jetzt auch Bäume, also da hinter euch. Die sind auch neu. So. Es ist jetzt hier auch das erste Mal, dass ich das Ingame sehe. Das ist sehr hoppelig. Aber ich denke mal, ein bisschen lasse ich das auch hoppelig. Weil das ist jetzt keine Vernunftstrecke für große Holzfahrzeuggeräte, naja, außer man will da hier am Hang arbeiten, sondern das ist jetzt mehr für was für Abenteurer. Und für Abenteurer ist es eigentlich relativ breit, dann kann es wenigstens etwas hoppelig sein. Und wenn man jetzt hier mit so einem Vollernter und einem Hänger oder so fahren will, dann ist es vielleicht schon ein bisschen unheimlich. Es ist aber etwas breiter geworden, als ich dachte, muss ich sagen. Also ich habe es mir noch enger vorgestellt. Und hier dachte ich, mache ich einfach mal eine Bergwiese. Weil so ist es ja auch, da wo es dann wirklich schroff ist, wachsen nicht mehr viel Bäume, sondern eher Wiesen. Und hier kommt man jetzt bis zu der Brücke. Und auf der anderen Seite ist bisher nur Wald. Aber ich dachte mir, dass ich das vielleicht auch noch ein bisschen ändere, den Wald etwas auflockere und auch noch mehr so felsiges Terrain dahin mache. Vielleicht nicht mehr bis Montag, aber auf Dauer. Ja. Also ich würde sagen, wir machen Fortschritte.
So, mal gucken, wie die Aussicht ist. Ja, gut, da hinten sieht jetzt schon etwas besser aus. Da ist jetzt übrigens alles bewaldet. Alles, was da jetzt kahle Berge sind, ist alles bewaldet. Und da habe ich noch mal 14.000 Bäume gepflanzt. Ich habe jetzt so ein Baumpflanztool von dem Entwickler Kevin, das ist ein berühmter Modder, entdeckt und installiert und ausgetüftelt, dass es geht. Sonst hätte ich so viele Bäume am Hang gar nicht platzieren können. Und die sind immer ein bisschen zu dicht. Ich denke, die werde ich nochmal wegnehmen und werde vielleicht im ganz oberen Bereich mache ich Wiese. Das ist ja häufig so, dass man da dann die Baumgrenze hat. Sonst ist das womöglich irgendwann zu anstrengend für Konsolen mit, ja, wir haben jetzt bestimmt schon 20.000 Bäume da drauf oder so. Und ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber, also was ihr da hinten so seht, das ist ja braun über den Bäumen. Und dann sind da so graue Fetzen drin. Die werde ich noch als Felsen ausarbeiten. Und darüber mache ich dann vielleicht Wiese mit nur noch ein paar wenigen Kiefern oder sowas. Und dann mache ich da drunter noch ordentlich Wald, aber auch nicht so dicht gepackt, so, ja, dass die Baumanzahl einfach nicht ins Groteske anschwillt. Das wäre so mein Plan dazu. Und da drüben im Prinzip, ja, unter dieser großen Bergspitze, da möchte ich dann so eine Ebene hinmachen, eine kleine, wo die Vinotheca dann auf einem Felsen thront und da gibt es dann auch so eine Hoppelstraße hin, so wie dieses hier. Das sind so meine Pläne. Ja, und hier ist schon hoppelig. Da könnt ihr mir ja auch mal schreiben, was ihr so von so einer Hoppelstraße haltet. Aber das ist jetzt ja wirklich kein Hauptverkehrsweg mehr. Bei einem Hauptverkehrsweg, den würde ich nicht so hoppelig machen. So. Gut, das war das von den aktuellen Änderungen. Ich hoffe, dass ich morgen weiterhin deutlich weiterkomme. Ich will auch mal Blockhaus blendern, damit wir da ein ordentliches Gebäude haben an der Shopstelle. Mal gucken, was ich so alles schaffe. Jo, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!